Du willst einfach so aufgeben? Immer wieder habe ich mich gefragt, ob du eigentlich mich meinst, wenn du mich küsst. Oder doch Katja. Du bist über Katja einfach noch nicht weg. Nein, und das werde ich auch niemals sein. Und das heißt noch lange nicht, dass ich mich nicht auf eine andere Person einlassen kann. Ja, super. Freut mich für dich. Echt. Gratuliere. Danke. Hey, ich hoffe, ich bin dir da vorhin nicht zu nahe getreten mit dem Kuss. Also eigentlich war es ja auch gar kein richtiger Kuss. Ich war da einfach ein bisschen drüber. Also ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen und da ist das passiert. Ist kein Problem. Ist schon okay. Hätte ich mir auch eigentlich denken können, dass du eine Freundin hast. Ja, ich bin ja auch schon eine ganze Weile weg aus Düsseldorf. Ja, und in London sind die Frauen ja auch nicht blind. Ich meine, du bist witzig, siehst gut aus. Du hast wunderschöne Augen und wenn du lachst, dann sieht man deine Grübchen. Das ist echt total süß. Und du bist auch gute Mause. Das ist bestimmt für manche Frauen auch ein Stück weit attraktiv. Hey, weh, ich habe mir keine Hoffnung gemacht. Mir macht das nichts. Ganz im Gegenteil. Ich muss zur Uni, habe ich total vergessen. Aber wir sehen uns bestimmt noch mal ganz bald. Dann können wir ja weiterreden. Du musst weg? Tut mir leid. Entschuldige. Oh, was ist mit dir los? Nix, gut, alles gut. Was? Das glaube ich nicht. Jetzt liege ich hier mit meinem Chef im Stroh. Sie haben ganz klar Ihre Kompetenzen überschritten, Frau Mann. Hoffentlich kriege ich jetzt keine Abmahnung. Vielleicht lege ich ein gutes Wort für Sie ein. Oh, das piekst. Sollten wir nicht langsam los? Die Arbeit. Gut gelaunt. Was ist denn los? Jetzt sag schon. Es ist nichts. Willst du auch ein Brot? Nein, danke. Und? Was gibt's Neues? Auch nicht viel. Obwohl, ich hab Natalie gesehen. Sie wohnt in der Pension überm Limits. Ja, die Zimmer sind ja ganz ordentlich. Und sie sah nicht besonders glücklich aus. Inifido. Papa, willst du nicht noch mal mit ihr reden? Wozu? Um alte Kochrezepte auszutauschen vielleicht. Mein Gott, Papa, ihr seid beide nicht gut drauf. Du hast nichts zu verlieren, versuch es wenigstens. Zwischen Natalie und mir ist es aus. Es war eine schöne Zeit, es hat nicht funktioniert. So einfach ist das. Nee, klar, jetzt willst du mir erzählen, dass Natalie dir eigentlich gar nichts mehr bedeutet. Lydia, ich will nicht alte Geschichten aufwärmen, also lass mich mit Natalie in Ruhe. Welche alten Geschichten denn? Oh, super. Ich gib's auf. Das reicht langsam. Es sind ja eh keine mehr da. Du hast ihn echt geküsst? Beinahe, um mir dann anhören zu können, dass er jetzt eine Freundin hat. Mann, das war sicher ein Schock für dich. Nö, wieso? Ich habe mich vor Konstantin zum Idioten gemacht, aber hey, das ist ja nicht das erste Mal.
Nee, wirklich nicht. Ich freue mich für seine Freundin. Wenn Konstantin in sie verliebt ist, dann muss sie ja toll sein. Sie sieht wahrscheinlich fantastisch aus. Ist witzig, intelligent, reich. Da braucht er mich ja nicht mehr. Das sind nur die Zwiebeln. Das sind Kohlrabi. Und Mensch. Ich glaube, ich habe da noch Stroh. Ach ja, zeig mal. Wo denn? Da kannst du doch nicht arbeiten. Was soll denn Justus von dir denken? Was interessiert mich Justus? Hm? Ich sag ihm die Wahrheit, dass du einen Spezialauftrag hattest, den nur ich zu deiner Befriedigung ausfüllen kann. Leonard! Ach, da bist du. Ich hab dich schon gesucht. Ich habe gerade mit Luise telefoniert. Wusste nicht, ob du auch noch mit ihr sprechen wolltest. Es tut mir leid, ich war im Stall. Wie geht's dir denn? Naja, den Umständen entsprechend, wenn man bedenkt, was sie gerade alles durchmacht. Aber sie ist es ja gewohnt, Haltung zu bewahren. Sag mal, ist irgendwas mit euch? Nein, nein. Wieso denn? Weiß auch nicht. Ihr wirkt irgendwie so aufgekratzt. Ach, ich bin nur total erleichtert, weil es Mr. Ed wieder besser geht. Der hatte ja die Kolik. Ach ja, verstehe. Sehr schön. Falls du mich brauchst, ich bin nebenan. Ja. Dann veranlassen Sie doch bitte schon mal das Nötigste, Frau Mann. Sehr wohl, Gräfin. Es tut mir leid. Ist schon gut. Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir das mit uns erstmal nicht an die große Glocke hängen. Natürlich. Obwohl, wieso eigentlich? Weil ich deine Chefin bin. Verstehe. Angst vor Tratsch? Überleg doch mal, was los ist, wenn man sich über uns hier den Mund zerreißt. Du hast recht. Das muss ja nicht sein. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Ach was. Bis dann. So. Christina schläft. Danke. Und wegen vorhin. Ich wollte mich nicht streiten. Schon gut. Du wirst schon wissen, was du tust. Bist ja alt genug, ne? Bin immer weg. Und Papa? Du machst das schon. Hi. Hallo. Ciao. Hi, Dad. Hi. Soll ich euch helfen? Nee, nee, lass mal. Stäbchen. Danke, ich hab schon. Sag mal, ist heute nicht das Länderspiel? Ja, kann sein. Ja, wunderbar. Das schreit doch nach einem Männerabend, ha? Nein, Business Class. Okay, wann lande ich dann morgen in London? Super. Vielen Dank. Wiederhören. Du wirst uns schon wieder verlassen? Ja, ich flieg morgen nach London. Morgen schon? Das ist aber schade. Ja, auf mich wartet eine Seminararbeit. Ich muss lernen, bald sind Prüfungen. Kannst du das nicht hier? Wir richten ein Arbeitszimmer ein. Das ist nett, aber es gibt noch andere Gründe, warum ich wieder zurück muss. Ach, verstehe. Es geht um ein Mädchen, nicht wahr? Nein. Okay, also so gesehen schon, aber nicht so, wie du denkst. Oh, dann verstehe ich doch nicht. Wenn ich länger hier bleibe, dann reiße ich nur alte Wunden wieder auf und das hat sie einfach nicht verdient. Aber vielleicht können wir ja Freunde bleiben. Ja. Warum nicht? Ach, wahrscheinlich hast du recht, ist keine gute Idee. Bestimmt zerreißt es mir jedes Mal neu das Herz, wenn ich ihn sehe. Am besten nicht vergessen, so schnell wie möglich. Ich habe ihm jetzt so lange hinterhergetraut, und was habe ich davon?
Oh Mann, ich sitz vor heute auf dem Sofa und stopf Schokoeis in mich rein. Glaub mir, ich weiß, wie du dich fühlst, aber das geht auch wieder vorbei. Langsam dauert's mir zu lange. Mann, ich habe keine Lust mehr zu heulen. Das macht einfach keinen Spaß. Weißt du was? Da gibt's nur ein Mittel gegen. Sahne? Ganz im Gegenteil. Was hast du vor? Ein Typ aus der Uni hat mich schon dreimal gefragt, ob ich mit ihm einen Kaffee trinken will. Er schwäbelt und trägt ein Fahrradhelm, aber für eine Ablenkung reicht's. Und den rufe ich jetzt an. Schließlich gibt's nicht nur Konstantin auf dieser Welt. Hast nichts verpasst, danke. Danke. Mach ich das im Fernsehen oder sind die wirklich so langsam? Bleibt die letzte Szene. Guter Pass. Das ist doch Quatsch. Nur zwei Mann bei ihm. Warte mal, da geht noch was. Spiel doch nach links aus einer Frei, du Pfeife. Kommt sie an. Ja! Ja! So, jetzt nachlegen, Jungs. Kommt schon. Wie hast du los? Nicht gesehen? Sag doch. Klasse Tor. Was ist denn jetzt? Na komm, komm. Über Außen! Mann, so eine Nein, das glaub ich nicht. Ich Gräfin, lassen Sie sie bitte auf Ihr Zimmer bringen. Für die Gräfin? Von wem? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Natürlich nicht. Danke. Und du fliegst morgen wirklich schon zurück? Ja, leider. Ich habe schon versucht, ihn zum Bleiben zu überreden, aber er hört leider nicht auf mich. Wirklich schade, es war schön, dich hier zu haben. Ja, vielleicht nicht für jeden gleich im Maße. Ansgar. Ja, was denn? Ehrlichkeit ist doch auch eine Tugend, das stellt euch nicht so an. Ach, komm, du lernst auch nie dazu. Und dabei arbeite ich wirklich daran, euch alle demnächst zu überraschen. Komisch. Ich bin gar nicht so gespannt darauf. Schade, ihr werdet alle was davon haben. Leute, könnt ihr nicht bitte mal damit aufhören? Ja, das fehlt dir natürlich in London. So eine gepflegte Tischkonversation. Das kleine Schwesterchen ist ja so still heute. Entschuldigt, ich habe gerade nicht zugehört. Na, ist nicht weiter aufgefallen. In welche tiefschürfenden Gedanken waren wir denn versunken? Ist nicht wichtig. Wo wart ihr denn? Ach, nicht so wichtig. Ansgar probiert mal wieder Aufmerksamkeit zu erregen. Wie langweilig. Jetzt wartet's mal ab. Ich arbeite dran, auch dich demnächst zu überraschen. Oh, da freue ich mich aber drauf. Das ist ja fast wie aufs Christkind zu warten. Sie lernen es nicht. Was hast du vor? Die Kalkulation lässt mir keine Ruhe. Jetzt? Ja, jetzt. Los, jetzt lauf schon. Na komm schon. Wie steht's eigentlich? Sei kein Faul, du Vollidiot. Ich fass es nicht, so eine Oberlusche. Musst du so rumschreien? Dad, das ist Fußball, kein Stummfilm. Ja, und deswegen muss man doch nicht so rumbrüllen. Bist du scheiße drauf, oder was? Nein, ich versuche, mich zu konzentrieren. Und deswegen verpasst du das Spiel? Es gibt auch Wichtigeres als nur Fußball. Das war doch dein Vorschlag. Ich habe euch nur gebeten, ein bisschen leiser zu sein. Ist das zu viel verlangt? Weißt du was? Wir müssen nicht unbedingt hier gucken. Komm, wir fahren in die WG. Ist eh gerade Halbzeit. Das ist viel entspannter. Es war der 50. Treffer unter ihm. Mann, sind die empfindlich. Ich schau mir das Spiel oben an. Ja, wie haust du jetzt auch noch ab? Hör mal zu, mein Lieber, was du dir eben mit den... Ach, super. Bleib sitzen.
Mach weiter. Ich kümmere mich. Sagt, sie kennt ihn aus der Uni. Ist auf jeden Fall besser, als Konstantin nachzutrauern. Sieht ja auch eigentlich ganz passabel aus, oder? Mhm. Er schwäbelt. Naja, solange er nicht sexelt, ne? Ist nicht schlimm, der kommt sowieso nicht zu Wort. Konstantin macht auf jeden Fall jetzt total coole Sachen in London, so journalismustechnisch und so. Warte mal, was hat er erzählt, wen er neulich interviewt hat? Zahle bitte. Machst du das bitte mal? Eine Cola. Wie, du willst schon gehen? Bleib doch noch und erzähl mal was von dir. 2,50. Danke. Wieso haut er denn jetzt ab? Ja, vielleicht hat er ja genug Geschichten über Konstantin gehört. War ich so schlimm? Ah, jo. Mann, was soll ich denn machen? Ich muss halt die ganze Zeit an ihn denken. Morgen. Ah, guten Morgen. Ich hoffe, du hast gestern nicht mehr allzu lange gearbeitet. Nein, nein, nein. Arno, es tut mir leid, dass ich mich gestern im Ton vergriffen habe. Aha, das sehen wir also ein. Na, mach dir nichts draus, jeder hat mal einen schlechten Tag. Und du passt mir schön auf den Papa auf, während ich weg bin. Macht's gut. Bis dann. Machst du mir auch einen? Sicher. Und? Wie ist das Spiel ausgegangen? Ach, interessiert dich das jetzt wieder? Ja, natürlich. Oh Mann, du bist völlig in der Spur. Ja, nur weil ich gearbeitet habe. Das meine ich nicht. Das habe ich gestern gefunden. Auf dem Boden. Im Wohnzimmer. Tu endlich was. Du hast überhaupt keine Ahnung. Komm, meine Kleine, wir gehen spazieren. Ich brauche dringend frische Luft. Frau Mann, ich muss sofort mit Ihnen sprechen, unter vier Augen. Ja, ich würde allerdings auch gerne den Dienstplan... Gut, Justus, übernehmen Sie das bitte. Meine Damen. Entschuldigung, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Für die Rosen. Die waren noch von dir, oder? Und ab. Die sind schön. Aber nur fast so schön wie du. Bist du verrückt? Das halbe Personal ist draußen. Na und? Oder soll ich dir eine dienstliche Anweisung geben? Circle through the leaves and talk about the little ones. And we smile but never say too much. The moment always vanishing. Ich wollte nur kurz... Moment. Scheiße. Okay. Hallo. Kann ich jetzt reinkommen? Was trinken oder so? Ich hab Wasser da. Nee, lass mal. Ich bin nur gekommen, um auf Wiedersehen zu sagen. Wie jetzt? Ich flieg heute wieder nach London. Ah, zu deiner Freundin. Tut mir leid, wenn ich dir irgendwie wehgetan habe. Das wollte ich nicht. Hey, du musst dich nicht rechtfertigen.
Wir sind ja nicht zusammen. Also waren wir ja nicht mehr. Hauptsache, wir können Freunde bleiben. Ja, das fände ich schön. Du bist mir nämlich schon ziemlich wichtig. Okay, du musst dann jetzt bestimmt los. Grüß deine Freundin unbekannterweise. Du machst sie bestimmt sehr glücklich. Mach's gut. Ich werde dich vermissen. Ich dich erst. Ja, ich bin gerade zurückgekommen. Alles okay? Ja, klar. Siehst nämlich ein bisschen mitgenommen aus. Und... Und was? Sebastian und David haben mir von gestern erzählt, dass du ein bisschen strange drauf warst. Also das ist noch milder ausgedrückt. Ich war ein absoluter Volltrottel. Und wenn du noch mal mit Nathalie redest? Ich habe sie gerade gesehen. Mich nicht getraut, sie anzusprechen. Warum nicht? Ja, was soll ich ihr sagen? Keine Ahnung. Wie wär's mit... Hi, wie geht's? Ach, so leicht ist das nicht. Nein, nein, sie hatte mit allem vollkommen recht. Womit? Naja, sie... Ich wollte sie zur zweiten Katja machen. Kein Wunder, dass sie davongelaufen ist. Jetzt ist sie weg. Vielleicht wären wir glücklich geworden. Hey, Papa. Wer weiß, vielleicht habt ihr doch noch eine Chance. Nein, nein. Ich hab's versaut. Obwohl ich sie liebe.